Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Entermedia Heidelberg. Gegen Dresden war mein erstes Spiel nach meiner Verletzung. War natürlich ein super Erfolg für die Mannschaft, insbesondere für mich. So wieder zurückzukommen nach langer Verletzungspause war, wie gesagt, ein unbeschreibliches Gefühl. Wir waren einen kurzen Moment schockiert vom Rückschlag 0-1, und keiner gerechnet hatte. Aber nichtsdestotrotz haben wir wenige Minuten darauf die Antwort gegeben, sind perfekt wieder zurück ins Spiel gekommen durch einen Standard, was in dieser Saison eine Stärke von uns geworden ist mit unseren großgewachsenen Spielern. Ein paar Minuten später wieder eine Standardsituation, die ich Gott sei Dank direkt verwandeln konnte. Ja, ich habe mir in dem Moment einfach vorgenommen, das Ding auf die Torwart-Ecke zu hauen, weil ich das Gefühl hatte, dass der Torwart immer spekuliert hat, dass man den Ball über die Mauer zirkeln will. Und das ist mir natürlich Gott sei Dank gelungen. War, wie gesagt, ein unbeschreibliches Gefühl. Und ja, dann mit dem 3-1 von Andrew war der Gegner natürlich K.O. und wir haben die 3 Punkte für uns beide. Ich hatte eine lange Leidenszeit, 8 Monate harte Arbeit. Und dann bekommst du die Chance, wieder auf dem Platz zu stehen und willst versuchen, alles zu geben, alles zu zeigen, dass du wieder bereit bist. Und wenn du dann so ein wichtiges Tor schießt, dann liegen die Emotionen blank. Und dann konnte man das, denke ich, bei meinem Torjubel sehen. Da habe ich alles rausgelassen und Revue passieren lassen, was ich dafür alles so investiert hatte. Ja, ich denke, dass wir jetzt mit breiter Brust auch in Duisburg auflaufen werden. Die Mannschaft hat unheimlich viel Selbstbewusstsein getankt in den letzten Wochen, was in jeder Spielsituation erkennbar ist, ob es bei Rückstand ist oder ob wir in Führung stehen. Wir können immer wieder eine Schippe drauflegen und das liegt wahrscheinlich an unserer physischen Stärke, aber auch am psychologischen Aspekt. Und die Mannschaft ist da gewachsen und ist relativ stark und ich denke, das wird ein Vorteil für uns sein. Gerade im Fußball spielen die Fans immer eine sehr große psychologische Rolle. Jeder weiß, dass er ohne seine Fans ein paar Prozent weniger, die da einen großen Unterschied machen können. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Fans hinter uns im Rücken haben. Und die Aktion in Ingolstadt hat uns schon nach vorne gebracht und ich denke, das ist jetzt eine gute Idee, das weiterhin so beizubehalten.